Hallo und herzlich willkommen zurück, ihr Lieben, bei Tears of the Kingdom. Wir sind immer noch im Dorf der Soras, wo wir hier beim letzten Mal den Wassertempel geschafft haben und das Dorf vom Schlamm befreit haben, was mich sehr, sehr freut. Ich habe jetzt entschieden, aufgrund dessen, dass ich das selber so empfinde und weil es mir schon von mehreren Leuten gesagt wurde, dass ich jetzt erstmal gucke, dass ich eventuell meine Rüstung ein bisschen aufwerte. Wir müssen mal schauen. Wir hatten ja da schon zwei Feen gefunden, die machen das nach wie vor. Ich muss nur mal sehen, wie das halt funktioniert, dass wir die ja quasi öffnen. Ja, müssen wir mal gucken. Ich habe da schon so ein bisschen eine Überlegung und ich sehe gerade, Impa ist hier. Warum das? Na, wenn das nicht Link ist, du interessierst dich ebenfalls für die Geoglyphe hier, nicht wahr? Wir sind hierher gereist, um sie zu erforschen, aber wegen des Schlamms, der vom Himmel fiel, war das unmöglich. Doch nun regnet es endlich keinen Schlamm mehr, daher können wir uns jetzt der Geoglyphe widmen. Ah, du bist es wahrhaftig, Link, hat man Töne? Der vergessene Tempel soll sich antiken Schriften zufolge in einer Schlucht in Hebra befinden. Wir gehen davon aus, dass der Tempel uns bei der Erforschung der Geoglyphen einen Schritt weiterbringt. Die Geoglyphen selbst sind natürlich wichtig, doch ich möchte diesen Tempel so schnell wie möglich erkunden. Ja, das machen wir auch noch weiter. Ich würde sagen, ich gehe jetzt erstmal zum Stall der Zwillingsberge, denn wir hatten ja schon diesen Trommler gefunden. Und die Fee am Stall der Zwillingsberge, die möchte ja gerne die Trommeln hören. Der Trommler hat uns gesagt, er möchte zum Stall des Waldes. Da haben wir ihn allerdings nicht gefunden. Jetzt kann es natürlich sein, ich weiß es nicht genau, dass der einen Abstecher noch gemacht hat, irgendwie über den Stall des Waldes, Stall der Zwillingsberge. Und dass der da irgendwo ist. Ansonsten würde ich ja tatsächlich auch nochmal zum Stall des Waldes gehen und gucken, ob er da dann vielleicht jetzt irgendwie aufgetaucht ist. Das sind so meine Ideen. Wenn wir den da an beiden Stellen nicht finden, dann weiß ich aber allerdings auch nicht so recht. Also ich möchte bitte nicht, dass ihr mir das verratet, wo ich da weiterkomme. Ich möchte das schon gerne selber rausfinden. Also lasst mich noch ein bisschen rumrätseln. Wenn ich es wirklich überhaupt nicht hinkriege, dann sage ich euch dann schon Bescheid, dass ihr mir da gerne mal einen Tipp geben könnt. Aber vorerst möchte ich alleine probieren, wie ich diese Feenblumen aufbekomme. Naja, gut, schauen wir mal. Also, hoch. Was denn jetzt? Mit der Macht des Schwurs kannst du jetzt Sidons Geist zu Hilfe rufen. Ah ja, genau. Und dann gibt er uns nämlich seine Wassermacht hier, ne? Genau. Okay, gut, weiß ich Bescheid. Oder hinten ist die Fee. Jetzt gucke ich erstmal am Stall vorbei. Ich will übrigens mal gucken, ob hier eine Truhe ist. Nee, da ist nur einer mit Leuchtfrüchten. Okay. Dann gehe ich jetzt erstmal am Stall vorbei und gucke, ob da eventuell einer, also dieser Trommler da unterwegs ist. Und wenn der da nicht ist, gehe ich mal zur Blüte selber und schaue, ob der da eventuell hingegangen ist. Das ist er nicht. Ich weiß noch, wie der aussah, aber... Haben wir eine Axt, ja. Wieder mal ein paar neue Pfeile. Habe ich das schon fotografiert? Ja. So. Da hinten habe ich, glaube ich, gerade Terry laufen gesehen irgendwo. Oder? Was ist das? Ach, das ist nur ein Vogel. Ist das natürlich nicht Terry. Auf dem Baum da oben. Ich muss übrigens mal was nachschauen. Ich hatte mich ja gefragt, was diese Wille der Weisen sind. Ich habe mir das neulich nochmal angeguckt und
Das steht hier sogar dabei, ein Überbleibsel der Willenskraft der Weisen aus alten Zeiten. Wenn du 4 davon an einer Statue der Göttin darbringst, vertieft sich deine Verbindung zu den Weisen. Das heißt, da müssen wir halt auch eine Menge von sammeln offensichtlich, weil dadurch unsere Weisenfertigkeiten offenbar stärker werden. Deswegen wäre das ganz gut, wenn wir davon noch ein paar mehr finden. Achso, und eine Sache wollte ich auch noch nachgucken, nämlich meine Rüstung hier. Ne, die erhöht nur das Schwimmtempo. Ich würde jetzt mal hier meine Barbarenrüstung wieder anlegen. Ich glaube... Ist die... Ja, ich lege mal die Barbarenrüstung an. Da fehlt uns auch immer noch ein Teil. Muss mal gucken, ob ich rausfinde, wo wir das bekommen. Wir haben ja diese Barbarenrüstung, haben wir ja über die Ramda-Schätze gefunden. Jetzt habe ich allerdings noch niemanden gefunden, der mir noch einen Ort verrät, wo noch ein Schatz von Ramda sein könnte. Von daher, ja, weiß ich jetzt auch nicht so recht. So, hier ist nur Terry. Apfelkuchen, oh lecker. Haben wir diese Sachen alle? Wartet mal, ich möchte mal nachgucken. Also wir haben Apfel, wir haben Honig. Wir haben keinen Weizen, glaube ich. Ne, wir haben keinen Weizen. Und Zuckerrohr haben wir auch nicht. Ah, ist schon wieder so durcheinander alles hier. So. Also Weizen und Zuckerrohr haben wir auch nicht. Aber Butter hätten wir. Können wir also leider nicht machen, den Kuchen. Ah, aber na gut. Ja, also der Trommler ist nicht hier. Dann gehe ich jetzt mal zur Blume selber. Oder bist du doch der Trommler? Nee, du bist nicht der Trommler, ne? Ich habe nicht einen einzigen Hinweis zum legendären Nachtisch. Und nun regnet es auch noch. Das Pech verfolgt mich. Oh, so treffen wir uns wieder. Hier im Stall kommen doch ständig neue Leute an. Da sollte doch jemand mal etwas über den legendären Nachtisch wissen. Ich halte die Ohren offen, aber habe aber noch rein gar nichts herausfinden können. Bis auf die Info, dass man irgendwo im Wald danach suchen soll. Naja, mehr Anhaltspunkte gibt es nicht. Aber allein der Duft dieses Nachtischs soll bewirken, dass Monster die Flucht ergreifen oder so ähnlich. Hey, legendärer Nachtisch? Diese Antwort bedeutet, dass du auch keine Ahnung hast, oder? Ob ein mutiger Held jene Nachspeise auf seinen Reisen stets bei sich trägt? Ob sie allein mit ihrem Duft in der Lage ist, Monster in die Flucht zu schlagen? Ob sich diesen mythischen Master-Dessert tatsächlich irgendwo... Ob sich dieses mystische Master-Dessert tatsächlich irgendwo in den Wäldern verbirgt? Egal, wen ich frage, niemand weiß etwas. Womöglich bin ich nur auf ein geschmackloses Gerücht hereingefallen. Also der will irgendeinen Nachtisch haben. Okay, gehen wir mal zur Fee. Die ist ja da drüben. Was liegt denn hier? Weil? Irgendwelche Sachen zum Bauen? Was haben wir hier? Aufgrund starker Beschädigungen ist der Durchgang nur eingeschränkt möglich. Pferde nicht erlaubt. Okay. Understand. Es könnte jetzt auch mal wieder aufhören zu regnen. Das fände ich ganz toll. Ist da nur der eine Bock blind? Nein. Da sind mehrere Bockblinds. Ich habe sie einfach weggespült. Das gibt's ja nicht, dass ich einen einfachen Stock noch nicht fotografiert habe. So. Haben wir das auch mal nachgeholt? Ich den anderen da oben jetzt auch noch gerade umbringen. Hallo? Hallo? Link, willst du nicht die Leiter benutzen? Doch, jetzt. Das war ja gerade komisch. Hör mal. Da ist ja doch eine Truhe. Sagen Sie.
Kann ich? Nee, kann ich nicht. Ich habe mich gerade gefragt, ob ich einfach von der Leiter abspringen kann. Aber so einfach ist das nicht. Kann ich das Fass da unterwerfen? Das hat ihm halt ordentlich eine mitgegeben, ne? Holzpfeile. Nice. So. Sehr gut. Okay. Die Elektrofrüchte nehme ich sehr gern mit. Und jetzt gehen wir zur Fee. Haben wir ja auch mal wieder ein kleines Lager der Bockblinz ausgelöscht. Also mit Sidon an meiner Seite ist es jetzt auf jeden Fall alles wieder ein bisschen einfacher geworden. Verzeihung, ich habe ein bisschen einen Frosch im Hals heute. Seht es mir bitte nach. Ja, gut, hier rüber müssen wir. Schauen wir mal. Eventuell ist der Trommler ja hier rüber gegangen, aber da ist er auch nicht. Mich in einer solch abstoßenden Welt rufen zu wollen. Wahrscheinlich bist du sowieso nur irgendein Monster. Ja, das hat sie ja schon mal erzählt. Verstärkte Kleidung, bla 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 bla. Mit meinen Fähigkeiten helfen, wir hätte an können, dass das passieren würde. Ich sehne mich so sehr nach dem Klang von Trommeln. Ja, wir brauchen halt den Trommler. Vielleicht sogar heraustrauen würde. Aber ich habe keine Trommel. Okay, gehen wir nochmal zum... Oh, Moment. Dieser Stein, fällt der von irgendwo runter, wo ich eventuell hin könnte? Nee. Kann ich dich hier erwischen? Ah, ich habe den Feuerpyromagus schon. Na gut, gehen wir nochmal zu dem anderen Stall, wo ich gesagt habe. Zum Stall des Waldes. Der war... Ist der hier? Ja. Da wollte der ja eigentlich hin, der Trommler. Wenn er da jetzt allerdings auch immer noch nicht ist, dann weiß ich halt auch nicht weiter so richtig. Da muss ich dann mal überlegen. Wir hatten den getroffen auf dem Weg nach Kakariko. Da stand er und wollte Honig haben. Den habe ich ihm gegeben und hat er gesagt, ich gehe zum Stall des Waldes. Ja. Ich bin ja auch der Meinung, also Markus hat mir das schon öfter gesagt und in den Kommentaren habt ihr es auch schon geschrieben, dass ich meine Rüstung mal verstärken sollte, so langsam. Und ja, das bin ich auch der Meinung. Allerdings kann ich das halt nur machen, wenn ich diese Feen da rausbekomme. Und wie ich diese Feen da rausbekomme? Kein Plan. Echt kein Plan, Freunde. Ansonsten probieren wir es dann erstmal noch in Akala. Da könnten wir mal gucken, ob wir eventuell den Kilten treffen, der uns sagt, wo sein Bruder ist. So, seht ihr, hier ist nur die Violinspielerin. Hier die Fee, also hier ist ja auch eine Fee, da oben, ihr sitzt, da. Die will ja diese Violine hören, aber dafür müssen wir halt erstmal hier rausfinden, was die für ein Problem haben. Vielleicht sollten wir der Zeitung davon berichten. Natürlich sollten wir das, achso, ja genau, das haben sie ja auch schon mal erzählt. Wir werden den Leuten vom Kleeblattkurier alles erzählen. Ebra-Region. Also müssen wir vielleicht erstmal zur Zeitung gehen? Vielleicht sollten wir mal zur Zeitung gehen. Das könnten wir auch machen. So, du? Gibt es etwas, das sie brauchen? Kaufen. Was hast denn du? Kann ich von dir irgendwas abkaufen? Was Wichtiges? Vielleicht nochmal ein paar Pfeile? Wobei, wir haben über 70 Pfeile. Nee. Was verkaufen? Ich meine, wir haben schon wieder einige Leuchtfrüchte gesammelt. Da könnte ich eigentlich mal wieder ein paar abgeben. Wenn ich sie finde. Hier, Leuchtsamen. Ich glaube, da verkaufe ich nochmal 106. Kann ich auch so? Nee, ich muss tatsächlich das so durchschrubbeln. So. Haben wir wieder mal ein bisschen Geld gemacht, weil von diesen Leuchtsamen kriegt man ja echt mehr als genug. Die sind ja irgendwie überall.
Gut, Geld haben wir jetzt auch wieder ein bisschen. Das heißt, ich könnte mir tatsächlich auch mal eine von diesen Rüstungen in Kakariko kaufen, wobei die halt nicht wirklich was bringen, habe ich das Gefühl. Also jetzt momentan brauchen wir die nicht wirklich. Dann würde ich sagen, gehen wir vielleicht tatsächlich erstmal in die Hebra-Region und gucken nach der Zeitung. Hier wäre noch ein Stall. Sollen wir da vielleicht mal hin? Dass wir den gerade noch mitnehmen? Was könnte ich eigentlich machen? Ja, gehen wir auf den Weg. Gehen wir hier den Schrein noch holen. Den Schrein noch holen und dann... hier rüber so in die Ecke. Dass wir dann uns vielleicht hierher teleportieren, das da noch mitnehmen. Und dann halt erstmal hier in diese Richtung, dass wir gucken, dass wir diesen Kleeblattkurier finden. Eventuell können die uns helfen wegen der Band. Und da wäre auch noch ein Schrein. Ich würde gerne die Schreine halt mal aufdecken, die wir hier schon gefunden haben. Einfach, damit wir auch unsere... Dinger hier wieder zur Verfügung haben. Da sind auch noch zwei Schreine. Oh. Ah. Keine Ahnung. Untersuche die vier Regionen. Wartet mal, ich will... Halt, stopp. Ich will diese Quest hier mal anmachen. Weil da müssen wir sowieso in die Region von Hebra. Und dann machen wir das halt. Dann lasse ich den Schrein jetzt doch erstmal sein, sonst müssen wir jetzt erst wieder hinlaufen. Wir teleportieren uns mal hier hin und gehen dann erstmal vielleicht da zu diesem Ding. Auf dem Weg hier. Können wir mal gucken, ob wir hier irgendwo diesen Turm noch finden. Ja, und dann müssen wir mal schauen. Ich glaube, bei diesem Tempel, wo wir jetzt dahin sollen, da war doch noch irgendwas anderes. Die Göttinnenstatue oben auf der Ranellspitze hat doch gesagt, wir sollen da hingehen und mal gucken, was los ist. Irgendwie scheint was nicht in Ordnung zu sein oder so ähnlich. Also würde ich mich da vielleicht auch nochmal genauer umgucken. So. Hier haben wir jetzt wieder ein paar Händler. Gucken, ob der was Interessantes verkauft. Ach nee, das ist auch wieder Terry. Aber die haben ja immer andere Sachen, die Terrys hier bei den Stellen. Auch wieder Holzpfeile, Feuerfrüchte. Nee, brauche ich alles nicht. Okay. Warum regnet es denn jetzt hier überall? Das ist ja furchtbar. Ist vielleicht der Trommler hier irgendwo? Wir können mal nochmal übernachten. Vielleicht kriegen wir dann wieder eine schöne Überraschung. Mit dem haben wir schon gesprochen. Das hatten wir, glaube ich, schon mal gekocht, ne? Diese Pilze mit Tomaten. Kann ich aber gleich trotzdem nochmal kochen. Mit den Leuten hier schon gesprochen? Gibt es nur Märchen? Achso, ja, das waren die mit den legendären Waffen. Okay. Und die wollen über die unbekannte Tierart was wissen. Okay, ja, ich würde sagen, ich mache mal kurz eine Übernachtung, einfach, damit wir noch einen Punkt bekommen. Wie viel fehlen uns denn noch für die nächste Runde? Ich mache einfach mal, oder? Wir brauchen es jetzt eigentlich nicht, aber egal. Ah, wir könnten aber mal ein Marlon-Bett benutzen, das können wir ja jetzt auch inzwischen. Und einfach mal gucken, was wir da für eine... Nicht nur stellt ein Marlon-Bett mehr von deiner Gesundheit wieder her als ein normales Bett. Ein weiterer Grund für seine Beliebtheit ist, dass man dort im Schlaf eine Weissagung des Pferdegotts bekommt. Genau. Ja, bis morgens. Einfach. So, schauen wir mal. Was wir da für eine Weissagung bekommen. Ich bin Marlon, Gott der Pferde. Ich gewähre schnellere Hufe und dickeres Fell. Im Nordosten von Hyrule, Akala, Stall, da warte ich. Okay. Nach Akala zum Stall sollen wir kommen. Da ist dann der Gott der Pferde. Interessant. Dickeres Fell und schnellere Hufe. Mhm.
Ah, und jetzt haben wir drei Herzchen mehr. Einen schönen guten Morgen und hast du eine Weissagung erhalten? Zum Dank für deine Übernachtung erhältst du einen Stallpunkt. So, und wir brauchen jetzt noch einen Punkt für die nächste Überraschung. Als Schloss Hyrule zu schweben begann, ist so einiges vom Himmel gefallen. Ich frage mich, ob das der Anfang vom Ende der Welt ist. Nein. Gut, dann gehen wir mal. Ich würde sagen, erstmal in Richtung Turm. Und wenn wir den aufgedeckt haben, sehen wir hier schon mal ein bisschen besser und können gucken, ob wir eventuell rausfinden, wo dieser Stall ist, wo sich dieses Zeitungsblättchen da eingenistet hat. Ich würde sagen, das machen wir mal so. Und ich muss noch mal ein bisschen weiter überlegen, wo wir den Trommler finden. Oder wie wir das mit den Violinisten da, mit der Violinistin da hinkriegen. Aber ich denke mal, das Kleeblatt-Kurier könnte uns schon so ein bisschen einen Anhaltspunkt geben, wie wir da weiterkommen. Wir müssen auf jeden Fall diese Band wieder zusammenbringen, denke ich, um die ganzen Feen aufzuwecken. Anders wird es nicht funktionieren. Ich denke mal, die anderen Feen, die werden wahrscheinlich auch irgendwelche Instrumente spielen, hören wollen. Das heißt, wir kümmern uns jetzt dann erstmal darum, was wir so auf dem Weg noch mitnehmen können. Das nehmen wir halt mit. Würde ich mal so meinen. Da ist ein riesiger Wirbelsturm. Seht ihr das? Oh, oh, oh. Was ist denn hier los? So. Schaffen wir es heute mal, ganz straight zum Turm zu laufen, ohne uns ablenken zu lassen, liebe Lilly. Oh, da hinten ist ein riesiger Würfel. Lassen wir uns heute ablenken? Nein. Oh, da hinten ist ein riesiger Würfel. So ist das mit mir. Oh, guck mal. Da ist wieder so ein lustiger kleiner Fröbel. Hab ihn erwischt. Wenigstens einmal. Wir können aber weit laufen, hör mal. So. Hier ist wieder eine Höhle. Entdeckt. Höhle am Tilioberg. Nein, da gehe ich jetzt nicht rein. Ich wollte zum Turm. Wir gehen jetzt zum Turm. Nicht ablenken lassen, nicht ablenken lassen. Der Turm ist jetzt wichtig. Ich habe es erfolgreich geschafft, mich von der Höhle fernzuhalten, Freunde. Ich würde einfach... Oh, der ist rot. Warum ist der so rot? Sind die alle rot am Anfang? Habe ich noch nie drauf geachtet. Oder ist das gar nicht so ein Turm? Doch. Hallo? Die müsste ich ja, glaube ich, auch noch fotografieren hier. Sind da noch mehr von? Ja. Ah, ne, die habe ich schon. Aua. Hör mal. Mein Hammer zerbricht gleich. Das finde ich aber nicht so gut. Okay. Der ist hier im... Ist das richtiges Wasser oder ist das so Schlammwasser? Nee, ist richtiges Wasser. Alles klar, da müssen wir uns was bauen, um da hochzukommen. Beziehungsweise kann ich auch einfach... Ich kann ja auch einfach rüberschwimmen. Und dann hochklettern, oder? Ich habe ja meine Kletterausrüstung. Ich baue mir mal eine Brücke rüber, dann verbrauche ich beim Schwimmen nicht schon so viel Ausdauer. Gibt es da was Interessantes? Vielleicht ein Schrein oder so? Jetzt sehe ich nichts. So, dann bauen wir uns doch einfach mal eine Brückle. Nee? Du, 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 du.
Also ich will die Brücke jetzt auch nicht, um da hochzukommen, sondern einfach nur, um hier übers Wasser zu kommen, ne? Nur damit du da... Mann, Link, du Blödi. So, eins noch, das müsste reichen. Aber da haben ja Leute schon die coolsten Sachen echt gebaut. Ich hab ja so coole Sachen schon gesehen. So, das sollte mir eigentlich reichen, um da rüber zu kommen. Ich knall das jetzt hier einfach mal ins Wasser rein. Blup. Kann ich ja nämlich einfach rüberlaufen, verbrauche halt beim Schwimmen nicht schon so viel Ausdauer. Und da hochklettern, das sollte ich ja wohin kriegen. Da ziehe ich ganz kurz mal meine Kletterrüstung an. Zack. Dann sind wir auch ein bisschen schneller unterwegs. Ich möchte jetzt nur nicht in diesen gelben Kreis da reinkommen bei der Ausdauer. Das wäre schon schön, wenn er das hinkriegen könnte. Ja. Doch, das sollte reichen. So, und jetzt ziehen wir uns aber direkt wieder um. So. Ja, ist jetzt halt so ein bisschen hin und her gewechsle. Und ihr habt natürlich recht, ich hätte oben beim Wassertempel oder vor dem Wassertempel, bei diesem Konstrukt zum Beispiel, hätte ich auch vorher mal meine Rüstung wechseln können. Ich habe ja in der Wasser-, also in der Schwimmrüstung gekämpft. War vielleicht ein bisschen doof, das gebe ich zu. Habe ich halt nicht drüber nachgedacht, dass ich das mal hätte wechseln können. Das sieht auch sehr interessant aus. Ich glaube, da müssen wir halt hin, ne? Irgendwo da. Das ist alles voller Eis und Schnee hier hinten. Hm. Da ist auch nochmal ein Turm. Und da ist wieder so ein Bild. Ja. Naja, kriegen wir schon alles hin. So, machen wir jetzt erstmal hier auf. Einmal aktivieren. Jetzt ist das hier aktiv, ne? Ja, gut. Auf geht's. Oh mein Gott, diese Spirale da oben, die sieht super interessant aus. Komme ich bis dahin? Wahrscheinlich eher nicht. Es wäre super cool, wenn wir die erkunden könnten. Wow. Es ist immer wieder schön, das so von oben zu sehen, muss ich sagen. So. Tabanta Grenzland. Hyrule Gebirge. Hm. Ich glaube, wir brauchen noch ein paar Türme mehr. Jo. Das sieht doch schon mal ganz schnieke aus. Also würde ich jetzt dann vom Turm aus da hoch zu dem Punkt erstmal gehen und dann mir die andere Quest wieder aktivieren, wo wir herausfinden sollen, was mit den Dörfern passiert ist und dann in Richtung Ornidorf gehen. Ich glaube ja, der Stall vorm Ornidorf, da hat sich doch diese Zeitung eingenistet quasi. Wenn wir da hingehen, sollten wir die ja auch finden. Genau. Was haben wir oberhalb noch? Ah ja, da ist dieser Spiralturm, aber ich glaube, es ist zu weit weg. Ich könnte mir vorstellen, es ist zu weit weg, um da jetzt so hinzukommen. Ich guck mal gleich. Also rechts von mir, links von mir, Entschuldigung. Links von mir ist es. Ja. Wo denn? Da ist nochmal wieder so eine Kugel. Da ist ein riesiger Wirbelsturm. Nee, da hinten ist es. Das da habe ich gemeint. Das sieht echt interessant aus. So viele coole Sachen. Aber diese ganzen Inseln noch zu erkunden, da freue ich mich so richtig drauf. Aber momentan sehe ich jetzt erstmal nichts, was mich von was mich interessieren würde. Deswegen würde ich jetzt erstmal einfach Sturzflug machen.
Also Sturzflug mache ich gerade nicht, aber erstmal runter. Und dann mit dem Parasegel vielleicht direkt darüber. So ein bisschen in Richtung Tempel. Ich will jetzt nur nicht meine ganze Ausdauer verbrauchen. Ich möchte ungern gerade schon in diesen gelben Kreis reingeraten. Deswegen lasse ich mich jetzt einfach mal fallen. So. Das war so dumm. Ich habe nicht gedrückt. Ich habe auf R gedrückt, anstatt auf X. Oh, ich bin so blöd. Ich habe den falschen Knopf gedrückt. Ich habe den für Sturzflug gedrückt und nicht den für Parasegel. Hm. Passiert. Eieieiei. Einfach mal Link zermatscht. Okay, haben wir die Sache jetzt aber noch aufgedeckt oder ist es jetzt, muss ich es jetzt nochmal machen? Nee, ich muss es nochmal machen. Scheiße. Oh, tut mir leid, Leute. Ich habe aus Versehen den falschen Knopf gedrückt. Oh mein Gott. Link zerdetscht. Kann ich das bitte abbrechen? Nein, ich muss es nochmal machen. Boah, aber da ist doch auch in der Nähe so ein Ding. Warum sind wir denn da so weit weg davon dann? Hier sieht man das auf einmal gar nicht mehr. Na gut, deck mal halt nochmal die Karte auf. Nee, das ist direkt da. Ach so, das ist einfach unter mir. Da könnte ich doch hinkommen. Wartet mal. Da könnte ich doch hinkommen. Direkt unter mir. Ich habe nicht nach unten geguckt, so ein bisschen. Dann wäre ich da wahrscheinlich auch hingekommen. Das könnten wir schaffen. Wartet mal. Ja. Nochmal die Karte aufdecken. Vielen Dank. Okay. Ja. Verzeihung. Ich habe das nicht so richtig gesehen, weil es da so zwischen den Wolken war. Okay, Link. Mal hier so ein Stück rüber. Dann könnten wir das tatsächlich hinkriegen, da hinzukommen. Wenn ich mich nachher da fallen lasse und dann den richtigen Knopf fürs Parasegel drücke, sollte das gehen. Wahrscheinlich hätte man da von unten hochklettern sollen, aber wir können auch gleich nach oben gehen, ne? So, jetzt. Ich mache einfach, dass wir direkt drüber sind und dann lasse ich mich fallen und drücke dann hoffentlich den richtigen Knopf. Noch ein Stückchen. Ich glaube, jetzt. So, jetzt aber wirklich. So. Ein Sonnenfleckchen. Erschreckt mich jedes Mal, wenn der Sidon da plötzlich auftaucht. So, hier haben wir wieder was zum Aktivieren. Mal gucken, ist hier sonst noch irgendwas, was ich mitnehmen kann? Joa. Ein paar Früchtels. Ein paar Früchtels. So. Dann aktivieren wir das doch mal. Gucken, was hier passiert. Okay. Mhm. Insel der Heldenmutprobe. Okay. Oh mein Gott. Alles klar. Ja. Haben wir es geschafft? Das ging ja easy peasy. Locker squeezy. Was ist das denn? Haben wir jetzt einfach einen Schrein entstehen lassen? Ja, Tatsache. Ist ja interessant. Kriegen wir jetzt wieder einen von Raurus Segen? Interesting. Oh, guckt mal. Schön. Der sieht ein bisschen anders aus, habe ich das Gefühl, oder? Haben die alle so einen Ring? Glaub nicht, ne? So, raus aus dem Wasser. Da ist ein... Oh, da sind Feen. Feen hätte ich gerne mal wieder.
Give me the Fee, please. Eine Fee? Sind hier noch mehr? Ja, da hinten. Wir schleichen da mal ganz kurz hin und dann rede ich mit dem Konstrukt. Eine Ausdauerknolle. Müssen wir Feen eigentlich auch fotografieren? Nee. Aber ja. Wie wir wissen, brauchen wir die Feen ja doch ganz gut, ne? Da haben wir noch eine gehabt. So, sind hier noch mehr? Da ist noch eine. Okti hier. Give me the Fee, please. Dankeschön. Sehr gut. Mal wieder drei Feen gesammelt. Das ist doch mal schön. Ich guck mal eben, dass ich hier noch alles aufsammle, was hier so rumwächst. Dann rede ich mit dem Konstrukt und dann gehen wir da hoch. So, eine Menge Ausdauerknollen wachsen hier. Oh, und hier haben wir wieder so einen Kapselspender. Da werde ich mal ein paar Dinger reinwerfen. Hört mal. Was musste ich da nochmal reinwerfen? Die Dinger hier, ne? Glaube ich. Habe ich ja auch ein paar verbraucht, leider. Im Wassertempel. Aha. Ventilator, Reisekochtopf. Oh, hier ist was Neues. Zeitbombe. Die über einen Timer gesteuerte Explosion dieser Sonau-Bauteils kann andere Sonau-Bauteile aktivieren. Heißluftballon. Ja, okay, den kennen wir ja schon. Ich hätte gern mal so ein Steuerrad. Habe ich auch schon gesehen bei Leuten, die so Sachen gebaut haben. Dass die so ein Steuerrad hatten. So, jetzt gucke ich nochmal ganz kurz hier im Wasser, ob hier irgendwie eine Truhe oder sowas ist. Nee. Aber ein paar Fische. Kriege ich die? Nee. Eher nicht. Ah, da wäre jetzt neben gewesen. Egal. Hm, was war das? Achso. Sidon mal wieder. Egal. So, mein Lieber, was ist denn mit dir? Willkommen. Dies ist der Ort einer Zeremonie, deren Teilnehmer bei einem Sturzflug ihren Mut beweisen können. Es ist schon lange her, dass jemand auf diese Insel kam, um sich der Zeremonie zu stellen. Sei willkommen. Ich habe deinen Sturzflug vorhin beobachtet. Du scheinst bereit zu sein. Nun denn, beginnen wir die Zeremonie. Bist du bereit? Ja. Warte mal. Ich mache erstmal den... Ich würde mich freuen. Ja, wir gehen erstmal ganz kurz den Schrein aktivieren, damit ich mich hier wieder hin teleportieren kann. Für den Fall, dass ich jetzt da irgendwo runterspringen muss. Machen wir erstmal fix den Schrein und dann gehen wir nochmal hin zu ihm. Ganz kurz hier einmal drumherum gucken. Hier wächst nämlich auch noch Zeug. Town Hijo Schrein. Vielleicht muss ich ja auch in den Schrein rein für das Dings. Ich aktiviere den mal und rede dann mit ihm. Und dann mal gucken, was er macht. Zur Not können wir uns dann ja wieder hierher teleportieren. Genau, so machen wir das. Da drüben wächst noch irgendwas. Ja, hole ich mir dann auch noch. Halt. Nee, war nur eine Lichtreflexion. So, dann haben wir den nämlich hier als Teleporter schon mal aktiviert wenigstens. Ich gehe jetzt ganz kurz darüber. Hole mir, was immer da auch wächst. Ah ja, hier ist wieder so ein... Ja, da muss ich direkt... Genau, da soll ich hinterher springen einfach. Das können wir dann vielleicht, wenn ich es nicht vergesse, auch noch machen. Jetzt rede ich erstmal mit dem Herrn Konstrukt Bobby. War ich da in der Ecke schon? Auch noch nicht, ne? Ich hatte gehofft, dass wir hier wieder so ein Waisending finden, aber leider wohl nicht. Wo ist er denn jetzt? Hä? Wo ist er hin? Hallo? Entschuldigung.
Wo ist denn der hin? Ist der jetzt weg? Hä? Ich kann ihn nicht mehr sehen. Ist hier irgendwo zusammengekrümelt wahrscheinlich, aber wo? Ja. Ach, jetzt ist er da oben. Geh doch nicht einfach weg, Junge. Hallo. So bitte ich dich, beweise deinen Mut. Soll die Sturzflugzeremonie sofort beginnen? Ja, okay. Oh, ist es etwa möglich, dass du die Sturzflugzeremonie noch nicht kennst? Verzeihung, bitte lass mich erläutern. Die Sturzflugzeremonie stellt deinen Mut auf die Probe. Die Sonau absolvierten sie, um das Kindesalter hinter sich zu lassen. Weit über unseren Köpfen befindet sich eine Himmelsinsel, die als Startpunkt der Zeremonie dient. Von dort springt man ab und muss im Fall in einer vorgegebenen Zeit sämtliche Ringe durchfliegen. Wenn du die Prüfung bestehst, wirst du von mir mit einem besonderen Gewand als Zeichen deiner bewiesenen Reife belohnt. Nun, beweise deinen Mut. Okay. Ach, ich vergaß etwas zu erwähnen. Als kleine Opfergabe bitte ich um eine Sonau-Energiesphäre. Opfergabe? Es ist eine Tradition aus alter Zeit, dass Teilnehmer der Zeremonie diesem heiligen Ort eine Sonau-Energiesphäre darbieten. Wir haben lange keine Opfergaben mehr erhalten. Die Vorräte sind daher knapp. Vielen Dank im Voraus für die milde Gabe. Okay. Gut, ich geleite dich zum Startpunkt. Bitte durchfliege sämtliche Ringe in höchstens 35 Sekunden. Okay. 35 Sekunden, da muss ich wohl schon Sturzflug machen. Hä? Easy. Nice. Den einen hätte ich fast verpasst. Aber den haben wir noch mitgenommen. Sehr gut. Schafft. Deine Zeit beträgt 26,10 Sekunden oder 1,0. Gut gemacht, auch wenn du das Zeitlimit nur knapp eingehalten hast. Jedenfalls hast du dir diese Anerkennung deiner Reife verdient. Ich bitte dich, sie anzunehmen. Aero oder Aeroharnisch, Aerodynamik. Der an dieses Hemd angenähte Stoff sorgt bei Sturzflügen für Auftrieb, was das Gleiten im Fallen erleichtert. Oh, nice. Da gibt es bestimmt noch zwei andere Prüfungen, die ich machen kann. Und da kriege ich dann die anderen beiden Teile. Wie cool. Du hast die Zeremonie erfolgreich absolviert, aber gib dich damit nicht einfach zufrieden. Bitte stürze dich weiter durch die Lüfte und versuche den aktuellen Rekord von 20 Sekunden zu brechen. Oh, 20 Sekunden, nee, das mache ich jetzt gerade nicht. Das machen wir mal wann anders. Derweil sehe ich mit Vorfreude deinem nächsten Versuch entgegen. Also 20 Sekunden wird schon heftig, weil da muss ich ja wirklich ganz genau und wirklich schnell durchfliegen. Also das ist halt schwierig, das hinzukriegen mit dem Gleiten, dass man dann auch die Ringe so trifft. Aber können wir auch nochmal irgendwann probieren, bloß nicht jetzt. Jetzt gehen wir noch hier in den Schrein, gucken, was es da gibt. Und dann ist die Folge vorbei. Leider. Oh, das ist Kampftechniken, Pfeil und Bogen. Ja gut, das können wir ja nochmal eben fix machen. Das sollte nicht so lange dauern, hoffe ich doch. Weil wir hier fliegen müssen, offensichtlich. Schauen wir mal, was er von uns will. Kann ich mir den Bogen klauen? Noch nicht. Ist eh nur ein Holzbogen oder sowas gewesen. Also. Dieser Schrein läutert ein Übel aus vergessenen Tagen. Du, der du ihn besuchst, folge unseren Anweisungen. Hebst du im Flug den Bogen, erhöht sich dein Fokus. Nutze dieses Zeitfenster, um einen Pfeil abzufeuern. Allein dieser Angriff führt hier zum Erfolg. Bereite dich gut darauf vor. Okay, das kriegen wir doch hin. Im Flug, ja genau, gedrückt halten und dann einfach angreifen. Das kriege ich hin.
So, Moment. Ich lasse ihn noch einmal schießen. Okay. Also das müsste doch... Genau. Ich habe ihn jetzt zweimal ganz gut getroffen. Ausgezeichnet. Erhöhe deinen Fokus erneut, um alle Gegner abzuschießen. Okay. Yeah, Baby. Du hast alle Techniken gemeistert. Dir wird hiermit Zugang zum innersten Bereich gewährt. Vielen Dank. Sehr nice. Hier die Sachen noch mitnehmen. Das ist... das ist ein normaler Konstruktbogen. Den lasse ich liegen. Das lasse ich auch liegen. Aber die Dinger nehme ich gerne noch mit. So. Okay. Nach oben ist nichts geflogen. Dann können wir ja weitergehen. Das ging doch schon schnell. Und ich habe das gut hingekriegt, ohne mich einmal treffen zu lassen. Ist doch schön. Starker Konstruktbogen von Elite-Konstrukten verwendet. Der hier geht eh fast kaputt. Von daher würde ich das vielleicht mal austauschen, oder? Ja, nee. Doch, ich tausche das aus. Und nehme dann den fast kaputten wieder mit. Ja, wobei. Ach komm. Wie gesagt, geht eh fast kaputt. Und dann ist die Kiste wenigstens auf. So. Ja. Sehr schön. Wunderbar, Leute. Da haben wir doch heute wieder ein klein bisschen was geschafft. Als nächstes gehen wir dann erstmal... Vielleicht versuche ich offscreen mal die 20 Sekunden zu knacken. Irgendwann, aber jetzt momentan würde ich das gerade erstmal nicht machen wollen. Ich kann mich ja jederzeit hier wieder hin teleportieren. Als nächstes gehen wir dann erstmal in Richtung dieses Tempels, wo die Impa uns hingeschickt hat. Und dann halt Richtung Ornis, weil da müssten wir dann auch das Kleeblattkurier finden, den Kleeblattkurier finden und... Die können uns dann ja vielleicht wegen der Feen weiterhelfen. Gut, das soll es aber erstmal gewesen sein für heute. Wenn es euch gefallen hat, meine Lieben, dann lasst mir doch gerne einen Daumen nach oben da. Oder auch ein Abo, gerne auch den ein oder anderen Kommentar. Und seid bei der nächsten Folge dann wieder mit dabei, hier bei Tears of the Kingdom. Ich würde mich sehr darüber freuen. Bis dahin und tschüss.